passiert? Geh rein, ruf die Polizei und einen Arzt. Ich lauf schnell rüber, schauen, ob ich helfen kann. Ja. Wo ist das? Ja? Ja? Ja, wir kommen sofort. Was gibt's? Unfall an der Straße nach Bayern Rhein. Zu spät! Da ist nichts mehr zu machen. Wir haben es versucht, aber die Tür nicht aufkriegt. Hier! Tot! Das sehst du doch! Der ist doch längst tot! Wer ist denn das? Unsere Ärztin, Frau Dr. Schwinn. Das ist ihr Auto, das kennt ja jeder. Was liegt denn da für ein Baumstamm? Und da fragen Sie mich zu früh. Schaut aus, wie wenn es ein Holzfuhrwerk verloren hat. Ein Holzfuhrwerk? Nachts? Ja, Mann, er sieht vielleicht, den hat einer Hitzart. Da ist auch für Sie nichts mehr zu machen, Doktor. Die Fahrerin ist verbrannt. Wer soll die Tote sein? Frau Dr. Schwinn, unsere Ärztin. Am Steuer sitzt keine Frau. Das ist ein Mann. Was? Ein Mann? Aber das ist doch... Sie haben doch gesagt, Sie kennen den Wagen. Ja, das ist der Wagen unserer Ärztin. Da gibt's gar keinen Zweifel. Der hat oft nur auf meinem Hof gestanden. Wissen Sie, wo die Ärztin wohnt? Natürlich. Na endlich, Sie haben aber lang gebraucht. Ich denke, es ist so eilig. Polizei? Ja, wissen Sie, wo Frau Dr. Schwinn sich aufhält? Ja, natürlich, bei der Familie Pracht. Da ist jemand krank geworden. Sie sagt, sie schickt jemanden vorbei für ein Medikament und ich habe es zurechtgemacht. Ist etwas passiert? Kann ich mal telefonieren? Ja, bitte, selbstverständlich. Was ist denn los, Herr Borsch? Wie sehen Sie denn aus? Der Wagen von der Frau Doktor ist verunglückt. In Brand geraten. Was? Haben Sie die Nummer von der Familie gebracht? Ja, natürlich. Die Frau Doktor hinterlässt immer, wo sie zu erreichen ist. Hier, das ist der Zettel. Ja? Einen Augenblick, bitte. Frau Dr. Schwell? Ja, was ist denn, Frau Bracht? Telefon, Frau Doktor. Ach, Telefon. Meine Frau Zinn? Nein, jemand von der Polizei. Polizei? Ja, Dr. Schwell? Wer meinen Wagen gefahren hat? Ich hatte jemanden gebeten, zu mir in die Praxis zu fahren. Warum fragen Sie? Ein junger Mann, der Sohn von Frau Bracht. Was ist mit dem Wagen? Nein. Ja. Ja, ich komme vorbei. Was? Was ist, Frau Doktor? Er ist bestimmt nicht von irgendeinem Fahrzeug runtergefallen. Der Stamm ist von diesem Holzstapel auf die Straße gezerrt worden. Ja, die Schleifspur ist eindeutig. Kommen Sie noch einmal her, bitte. Sie waren doch der Erste hier an der Unfallstelle, nicht wahr? Ja, von dem Hof da drüben. Ich habe den Zusammenbruch gehört. Meine Frau hat gesagt, da ist was passiert. Wir sind aus dem Haus rausgelaufen und haben das Feuer gesehen. Ich bin gleich losgerannt, wenn man denkt, dass ich vielleicht noch helfen kann. Aber da war nichts mehr zu machen. Wem gehört denn der Wald hier? Der gehört zu meinem Hof. Das ist mein Wald. Haben Sie die Bäume gefällt? Ja, ich, meine Söhne und ein paar Holzarbeiter. Haben Sie die Kette da angebracht? Ich? Nein. Wo kommt ihr, Frau Dr. Schwinn? Wer hat denn das über die Straße gelegt? Was fragst denn mich?
Ich weiß doch auch nicht! Kommen Sie herein. Danke. Guten Abend. Mein Gott, Frau Doktor. Der junge Herr Pracht? Ja. Wollen Sie ablegen? Danke, sehr freundlich. Bringen Sie mir doch bitte was zu trinken. Möchten Sie auch etwas? Danke, nein. Bitte. Bitte. Danke. Es geht um Folgendes, Frau Dr. Schwen. Ich weiß, worum es geht. Was Sie wissen wollen, ist, war es ein Anschlag auf mich oder war es eine gewöhnliche, wie nennen Sie das, eine Straßenfeier? Ja, exakt. Ich denke, das können Sie ausschließen. Und warum? Eine wenig befahrene Straße, die späte Stunde. Hier sind nur Bauern unterwegs. Keine Leute jedenfalls, bei denen man auf diese Weise Beute machen kann. Ah. Ja, was ist es also? Ein Anschlag auf irgendjemanden, gleich auf wen? Ein dummer Jungenstreich. Jemand will wissen, wie das ist, wenn ein Auto verunglückt, wie ein Mensch verbrennt. Auch das ist nicht auszuschließen. So wenig wie der Verdacht, dass der Anschlag wirklich Ihnen galt. Danke. Bleiben Sie ruhig hier, Frau Zien. Wenn der Anschlag mir galt... Dann muss der Täter gewusst haben, wo Sie waren. Dass Sie und vor allem wann Sie diese Stelle der Landstraße passieren würden. Wann wurden Sie zu Ihrem Patienten gerufen? Gegen 10. Hat danach vielleicht noch irgendjemand angerufen? Ja, es hat einen Anruf gegeben. Einen sehr merkwürdigen Anruf. Wieso merkwürdig? Es war ein Mann, der wollte Sie sprechen. Ich sagte, Frau Doktor ist nicht zu Hause. Geben Sie mir Ihren Namen, Ihre Telefonnummer. Frau Doktor wird zurückrufen. Aber er gab seinen Namen nicht. Auch nicht seine Nummer. Er wollte unbedingt wissen, wo Sie sind. Haben Sie es ihm gesagt? Ja, ich habe es ihm schließlich gesagt, weil es gar so dringend machte. Sagen Sie, war ihm die Stimme bekannt? Nein. Ich bin ganz sicher, dass dieser Mann noch nie angerufen hat. Wenigstens nicht, wenn ich am Apparat war. Der unbekannte Anrufer wusste also, dass Sie, Frau Doktor, bei diesem Patienten waren. Ja, dann wusste er auch, dass ich durch den Wald zurück muss. Aber es fahren doch noch mehr Autos auf dieser Straße. Wer kennt Ihren Wagen? Das Kennzeichen war beleuchtet. Und hat Zeit, einen Baumstamm aus dem Wald heraus über die Straße zu ziehen? Es müssen mehrere Täter gewesen sein. Die ganze Vorbereitung lässt darauf schließen. Also, einer wartet weiter oben in der Straße, sieht ihren Wagen vorbeifahren. Eine Abzweigung gibt es nicht, also kann da kein anderer Wagen kommen. Und dann gibt er seinen Komplizen ein Zeichen. Was für ein Zeichen? Ich nehme an, mit einem Funksprechgerät. Die ziehen da mit einem PKW den Baumstamm über die Straße und verschwinden. Die Besatzung des Notarztwagens hat berichtet, dass am anderen Ende der Straße ein beleuchtetes Umleitungsschild aufgestellt war. Ja, die Gemeinde hat kein Schild aufgestellt. Also können es nur die Täter gewesen sein. Sie meinen also ein überlegter Mordanschlag? Die Umstände sprechen dafür. Aber wer um Himmels Willen sollte so etwas tun? Das weiß ich nicht. Wissen Sie es nicht? Nein. Nein, das weiß ich nicht. Ich bin keine bequeme Ärztin, manchmal vielleicht weniger höflich, als ich sein sollte. Ich sage die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist. So gesehen habe ich Feinde. Aber da ist doch niemand dabei, der mir deshalb nach dem Leben trachtet, vorziehen. Wir sind ziemlich verschrien. Was sind wir? Das wissen Sie vielleicht selbst nicht so, aber man hält sie für ziemlich kühl, für arrogant. Na, es gibt Leute, die mögen uns nicht und es gibt Leute, die mögen uns. Und die, die uns nicht mögen, die bleiben eben weg und gehen woanders hin. Es gibt ja noch zwei Ärzte in der Gegend. Na, denken Sie mal nach, Frau Doktor, vielleicht haben Sie wirklich einen, sprechen wir es ruhig aus, einen Todfeind. Nein. Bitte geben Sie uns mal einen Überblick über Ihre Bekannten, über Ihre Patienten. Sie verlangen doch nicht etwa im Ernst von mir, dass ich Ihnen irgendetwas über meine Patienten sage. Na, vielleicht über die, die Sie nicht mehr haben, die von Ihnen weggegangen sind. Sehen Sie, es könnte ja sein, dass es zum Beispiel, nun ja, dass es Leute gibt, die Sie verantwortlich machen für... Für was? Nun, für... Sie meinen für einen Kunstfehler, um es mal so zu sagen. Ja. Sie glauben, dass es Leute gibt, die mich für den Tod eines Angehörigen verantwortlich machen. Ja, wäre das so unmöglich? Nein, nein. Unmöglich ist sowas nicht. Manche Leute finden in ihrem Kummer, in ihrem Unglück, so etwas wie ein Ventil. Der Arzt ist schuld.
Gibt es so einen Fall bei Ihnen? Ich werde nicht anfangen, meine Patientenkartei daraufhin durchzusuchen. Frau Doktor, da ist jemand gestorben. An Ihrer Stelle gestorben, auf grässliche Weise. Und Sie stellen sich vor Ihre Patientenkartei. Gut, wir können sie durchgehen. Aber ich weiß jetzt schon, bei jedem Namen werde ich Ihnen sagen, unmöglich. Es sind keine Mörder darunter. Kommen Sie. Sie muten mir etwas Unglaubliches zu. Ich will keine Krankengeschichten von Ihnen. Ich möchte mir nur einen Überblick verschaffen. Nicht mal Namen darf ich Ihnen nennen. Und ich tue es auch nicht. Na gut, das muss ich akzeptieren, aber wir werden uns umhören, überall. Wir werden jeden Bekannten von Ihnen fragen, jeden Patienten, jeden, von dem wir wissen, dass er Sie kennt. Tun Sie, was Sie tun müssen. Und haben Sie keine Angst. Ich vergesse nicht, dass jemand für mich gestorben ist. Noch etwas, Frau Doktor. Wenn der Anschlag Ihnen galt, dann muss man damit rechnen, dass er wiederholt wird. Wohnen Sie allein im Haus? Ja, mit meiner Frau Ziem. Ja, glauben Sie denn... Dass Sie in Gefahr sind, in Lebensgefahr, ja. Haben Sie Angehörige? Ich habe einen Bruder, einen Neffen, das ist alles. Könnte einer von denen bei Ihnen wohnen? Um Himmels Willen. Wenn ich mir meinen Bruder als Beschützer vorstelle, was würden Sie dazu sagen? Ich hätte nichts dagegen, trotz allem. Wenn ich das so höre, kriege ich es mit der Angst zu tun. Und ich kriege es mit der Angst zu tun, wenn ich mir meinen Bruder hier vorstelle. Ein Alkoholiker. Und wie ist das mit Ihrem Neffen? Ich habe mit beiden nicht mehr viel zu tun. Ja, vielleicht für ein paar Tage, bis der Fall etwas klarer geworden ist. Ja, ich werde es überlegen. Ja, hallo, Kolpe. Wer ist da? Martha. Da bin ich ja sprachlos. Du rufst mich an. Diese Zeit. Wie spät haben wir es denn? Was? Sag das nochmal. Mordanschlag? Auf dich? Moment mal. Ich habe nur ein Glas geholt. Na, auf den Schreck darf ich doch wohl einen trinken. Also ein Mordanschlag auf dich. Na, sowas. Was ist denn da passiert? Er trinkt, ich höre es. Kann ich von diesem Menschen Hilfe erwarten? Hörst du mich noch? Ja, ja, ja. Sag mal was. Was sagt denn die Polizei dazu? Was sagt die? Nein, nein, ich steck mir nur eine Zigarette an. Ja, wieso glaubt die Polizei, das wäre ein Anschlag auf dich? Also, ja. Ob ich was? Rauskommen. Zu dir. Jetzt. Ja. Ich bitte dich sehr darum. Seit Jahren hast du doch mit mir nichts zu tun. Mit mir nicht und mit Bruno nicht. Wir existieren noch gar nicht für dich. Ach, was red doch nicht, so ist das doch. Wir sind doch völlig luftfähig und auf einmal erwartest du von uns Hilfe. Nein, nein, ich komme nicht. Tut mir leid. Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann ist das deine Sache. Deine allein. Vergiss, dass ich dich gefragt habe. Du bist wahrscheinlich sowieso viel zu betrunken. Moment, Papa, da kommt Bruno gerade. Weißt du, wer hier am Apparat ist? Nee, sag schon, ich bin kein Hellseher. Deine Tante. Ach nee, das darf doch mal nicht wahr sein. Ja, hab ich auch gesagt, ach nee. Und, was will sie? Moment, Mama, ich erzähl sie mir jetzt. Moment noch. Mein Bruder, mein Neffe. Als ob sich da was geändert hätte. Ist das immer noch nicht besser mit seinem Trinken? Ach, was hab ich alles versucht, ihn davon abzubringen. Aber einen Alkoholiker heilen? Das ist wohl das Schwerste. Ich hab's auch aufgegeben. Hallo, Albert? Moment noch, Martha. Und? Warum ruft sie an? Sie möchte, dass jemand von uns rauskommt und ein paar Tage da bleibt. Weil sie eine scheiß Angst hat. In der Not frisst der Teufel jetzt auch Verwandte, was?
Na ja, dann geh mal hin. Was sollst du denn da sein? Eine Art Hofhund? Du? Ich geh doch auch nicht. Denk doch gar nicht dran. Und du musst es doch auch nicht, wenn du nicht willst. Hab ich vielleicht einen Grund, dahin zu gehen? Das sag ich doch gar nicht. Hab ich das gesagt? Wieso fragt sie uns? Auf einmal uns. Jahrelang hört man nichts von ihr und plötzlich ruft sie an. Kannst du mir sagen, wieso? Ja, sie denkt, das wiederholt sich. Nein, sie denkt das nicht. Die Polizei denkt das. Geht mich nichts an. Sag ihr das. Also, Martha. Moment mal. Was, Moment mal? Ich sage, Moment mal. Halt doch mal den Hörer zu. Die Polizei untersucht das, sagst du. Und die glauben? Sind die da? Wer? Die Polizei, meine ich. Ob die Polizei noch da ist? Du redest doch von der Polizei. Sag mal, ist die Polizei noch da? Nein, ist nicht mehr da. Sag ihr, ich komme. Du gehst dahin? Du hörst doch, was ich sage. Ja, Martha, er kommt. Bruno kommt. Ja, jetzt. Jetzt gleich. Ich denke, das will sie. Ja, er kommt, Martha. Muss denn das jetzt noch sein? Mitten in der Nacht? Ein Glas, Bruno, bitte eins. Ein Glas, ein Glas. Warum nicht gleich die ganze Flasche? Kannst du es denn nicht lassen? Geht es denn gar nicht? Wird schon gehen, Bruno, wird schon gehen. Irgendwann klappt das. Nur im Moment nicht. Warum nicht in diesem Moment? Falls nicht der richtige Moment ist. Sauf doch. Gehen Sie nicht an die Türe. Wer ist da? Ich bin's, Tantchen. Mach mal auf. Hans, wie siehst du denn aus? So kenne ich dich ja gar nicht. Wie sehe ich denn aus? Blass, erschrocken, ängstlich. Hast du Angst? Komm rein. Oh, entschuldige, ich bin mit der Taxi da. Der Mann verlangt 25 Mark. Das ist mehr, als ich habe. Bezahlen Sie das Taxi. Ich hol schnell Geld. Das hätte gereicht, wenn du morgen gekommen wärst. Dann kann ich ja wieder gehen. Bring nicht so dummes Zeug. Du bist nun hier und ich bin dir dankbar. Das hört sich schon besser an. Also, was soll ich tun? Mich vor die Tür legen, bellen, wenn jemand kommt? Entschuldige, aber irgendeine Vorstellung musst du doch haben, oder? Ich stellte mir vor, du schläfst im Gästezimmer. Nur, dass noch jemand im Haus ist, dass ein Mann im Haus ist. Die Frage ist nur, ob du einer bist. Sau komisch. Da versucht dich einer umzubringen, aber deine Ironie, die verlierst du nicht. Was bin ich denn in deinen Augen? Jemand, den ich bisher noch nicht ernst nehmen konnte. Der mir noch keinen Respekt abgenötigt hat. Respekt? Was ist denn das überhaupt? Gibt's das auf Rezept? Sei doch nicht albern. Okay, okay. Aber sag mir doch mal eins. Wer kommt auf die Idee, dich umzubringen? Hat schon jemand versucht, diese interessante Frage zu beantworten? Ich weiß nicht, weshalb. Kommen Sie bitte mit in die Küche. Ich habe Ihnen noch was hergerichtet. Na, großartig. Das gefällt mir. Das ist ein Leben. Landwurst. Direkt vom Bauern, was? Bezahlen die so ihre Rechnungen? Ja, ja, ja. Frau Doktor, Respektperson mit Anspruch auf Verehrung. Darauf hat sie immer bestanden. Auch mir gegenüber, meinem Vater gegenüber. Ach, was. Frau Doktor hat sich immer um die Familie gekümmert. Sie hat ja nur Sie beide, Sie und Ihren Vater und niemanden sonst. Davon habe ich noch nichts gemerkt. Na, Sie können Ihrer Tante wirklich keinen Vorwurf machen. Die hat sich rührend um Ihren Vater gekümmert. Rührend? Jawohl, ich habe gesagt rührend. Sie hat nichts unterlassen, ihm das Trinken abzugewöhnen. Aber zu früh aufgehört damit. Keine Geduld. Sie hat keine Geduld gehabt. Da hat meine liebe Tante einen kleinen Fehler. Sie hat keine Geduld und kein... Kein was? Verständnis, wollte ich sagen. Wissen Sie, was ich glaube, was hier passiert ist? Na was? Irgendein armer Hund, dem sie kein Verständnis entgegengebracht hat, dem ist die Sicherung durchgebrannt. Und er hat sich gedacht, tot ist Frau Doktor auch nicht schlecht. Sind Sie verrückt? Die Geschichte hat hier ziemliches Aufsehen erregt. Und der ganze Ort hat sich in zwei Parteien gespalten. Für und gegen Frau Dr. Schwimm. Wann war denn das? Ungefähr vor einem halben Jahr. Ich erwähne das auch nur, weil Sie mich nach allem fragen, was mit Frau Dr. Schwenn zusammenhängt. Nicht, dass
Da fiel mir die Geschichte wieder ein. Rufen Sie mal an. Gut. Kann ich bitte mal die Frau Doktor sprechen? Frau Doktor macht Hausbesuche. Wo sie jetzt ist? Ja, da müsste ich mal nachsehen. Warten Sie mal. Ja. Sie müsste jetzt im Stadlerhof sein. Die Nummer ist 26631. Geht's jetzt weiter? Ja, ich habe noch eine Verabredung. Mann, du hetzt ja herum. Hast du nicht mal eine Pause zwischendurch? Ein Bier trinken oder sowas? Nein, weil ich die Zeit dazu nicht habe. Sowas ist dir fremd, völlig fremd, was? Ja, muss ich zugeben. Ich frag mich nur, was hast du eigentlich davon? Außer Geld verdienen natürlich. Und die Ärzte verdient ja nicht schlecht, oder? Rauch gefälligst nicht im Wagen, rauchen macht mich krank. Entschuldige, hab ich vergessen. Ich hab dich überhaupt noch nicht gefragt, ob du überhaupt Zeit hast, die paar Tage bei mir zu bleiben. Mach dir darüber keine Sorgen. Was arbeitest du eigentlich? Im Moment ernährt mich der Staat. Bemühst du dich um eine Stelle? Natürlich, Tantchen. Immer. Bin ganz versessen darauf. Ich werde dich für deine Tätigkeit bei mir bezahlen. Das ist gut. Kriege ich Kilometergeld? Du wirst dich nicht beklagen müssen. Weißt du, umsonst hätte ich das nämlich nur sehr ungern getan. Das war richtig sowas wie ein Hintergedanke von mir. Halt bitte da vorne rechts an dem Haus. Okay, Frau Doktor. Verhaltensmaßregel. Ich steige zuerst aus, sichere das Gelände. Was denn? Trinken wir jetzt etwa doch ein Bier? Nein, die Polizei wartet hier nicht. Grüß Gott, Frau Doktor. Grüß Gott. Guten Tag, Frau. Guten Tag, das ist mein Neffe Bruno Kolbe. Er fährt mich und wohnt bei mir für die nächste Zeit. Sehr vernünftig. Komm, setz dich da hinten und trink ein Bier, wenn du willst, aber bitte nur eins. Mach ich. Sie geben mir sicher noch ein paar Tipps, wie man sich so als Leibwächter benimmt. Karate und so, ja? Bitte, ja. Okay, okay, ich verzieh mich schon. Bitte schön. Was darf ich bringen, Frau Doktor? Ein Glas Tee, bitte. Und Tee? Tja. Frau Dr. Schön, der Erste, der gestern Nacht an der Unfallstelle war, das war Herr Bausch. Kunststück, er wohnt ja da, 100, 200 Meter entfernt. Der Wald gehört ihm, nicht? Ja, ich glaube. Kennen Sie die Familie? Ja, ich kenne sie. Familie besteht aus Herrn und Frau Bausch und aus... Drei Söhnen. Ich sehe, Sie haben von der Geschichte gehört. Wer hat sie Ihnen erzählt? Ja, das spielt keine Rolle. Ich will nur wissen, ob Sie sie... aus meiner Praxis gehört haben. Nein, das haben wir nicht. Was wissen Sie? Die Familie Borsch hat drei Söhne. Habe ich schon festgestellt. Ja. Einer von ihnen, der jüngste, war ihr Patient. Ja. Der war, das heißt, der ist geistig behindert und er wurde von ihnen auf ihre Veranlassung in eine Anstalt eingewiesen. Ja, das ist richtig. Die Familie war aber mit dieser Einweisung nicht einverstanden. Sie hat sich entschieden dagegen gesträubt. Sie hat alles versucht, diese Einweisung wieder rückgängig zu machen. Sie, Frau Dr. Schwenn, haben darauf bestanden. Gutachten anderer Ärzte, entsprechender Fachärzte, haben ihre Auffassung bestätigt. Und der junge Mann, wie alt war er? 16. Verschwand also in einer geschlossenen Anstalt. Ihre Diktion gefällt mir nicht. Er verschwand nicht, sondern er wurde in ärztliche Obhut genommen. Sie haben sich damit den Hass der Familie zugezogen. Ja. Die Söhne haben ihn doch gedroht. Ja, ich habe davon gehört. Es sollen sehr kompakte Drohungen gewesen sein. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Morddrohungen? Das ernst zu nehmen, wie Sie es offensichtlich tun, wäre ein großer Fehler. Alles, was in Erregung gesagt wird, hat den Sinn, sich von Erregung zu befreien und ist somit nicht ernst zu nehmen. Sie halten es für unmöglich, dass jemand aus der Familie Borsch die Tat begangen haben könnte? Für unmöglich. Um Himmels Willen, was fragen Sie mich da?
Was soll ich dazu sagen? Dazu kann ich nichts sagen. Weil Sie es eben nicht für unmöglich halten. Unmöglich ist auf dieser Welt gar nichts. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich muss weiter meine Patienten warten. Bruno! Bin schon zur Stelle. Habe ich das Bier geschenkt bekommen? Ein Tee an dir. Zweimal Gas zieh, Frau Doktor. Dankeschön, Sir. Dankeschön, Frau Doktor. Auf Wiederschauen. Sag mal, hast du kein Pfennig-Geld bei dir? Erinnere dich, Tantchen. Ich bin gestern Nacht zu dir gekommen. Die Bank hatte zu. Steck das ein. Was denn, 100 Mark? Macht Angst großzügig? Entschuldige, ich halte schon den Mund. Gott, Herr Borsch. Herr Borsch. Gott. Wir müssen noch mal mit Ihnen sprechen. Natürlich. Bitte schön. Dankeschön. Bei den Hunden. Die sind wieder da. Was wollen Sie denn? Die Einweisung erfolgte gegen den Willen der Familie. Aber nach dem Gutachten mehrerer Ärzte. Ärzte? Sie sehen das, was Sie als Krankheit nennen. Nur das, sonst nichts. Die Einweisung war falsch. Sie wird den Jungen zerstören. Vollständig zerstören. Hier im Haus, in der Familie, umgeben von allen. Da konnten wir seine Krankheit in Grenzen halten. Es gab Pausen, in denen er etwas empfunden hat. Frieden empfunden hat. Aber das ist ja nun vorbei. Verriegelte Fenster, Türen ohne Griffe. Kein Frieden mehr. Keine Pausen mehr. Nur Zerstörung. Dass wir damit nicht einverstanden sein können, das ist doch nur logisch. Sie sollen Frau Dr. Schwenn bedroht haben. Bedroht? Ja, Sie und Ihre Söhne. Und es sollen Morddrohungen gewesen sein. Seit gestern warte ich darauf, dass ich das höre. Wird schon jemand kommen, dachte ich, der uns das jetzt vorhalten wird. Wer war's denn? Frau Dr. Schwenn? Nein, die nicht. Spielt auch gar keine Rolle, wer es war. Wichtig ist doch bloß, was Sie für Schlussfolgerungen daraus ziehen. Stehen wir jetzt unter Mordverdacht? Ich, meine Söhne, vielleicht auch meine Frau. Herr Borsch, Sie waren gestern der Erste, der an der Unfallstelle war. Die Erklärung habe ich Ihnen doch gegeben. Wo waren Ihre Söhne? Die haben geschlafen. Die haben nichts Geringste mitgekriegt. Sie sind nicht einmal wach geworden. Sie haben sie nicht geweckt? Nein. Wo schlafen Ihre Söhne? Ihre Zimmer sind oben. Und Sie wissen genau, dass Sie oben waren. Was? Ich habe nicht nachgeschaut, wenn Sie das meinen. Bin nicht aufgegangen, habe die Tür nicht aufgemacht und nicht in Ihre Betten geschaut. Da gehen die immer so früh schlafen. Sie müssen früh raus, drum ging es früh schlafen. Nun, Moment mal. Schließlich sind es Ihre Söhne gewesen, die gesagt haben, der werden wir es heimzahlen. Ich weiß nicht, ob Sie es so gesagt haben. Es gibt Zeugen dafür. Liebe Zeit, was sagt man nicht alles? Wenn man aufgeregt ist. Man hat mir mein Kind weggenommen! Sie kommen! Ich hab's euch doch gesagt, dass die damit kommen. Jetzt sind's damit kommen. Ihre Söhne? Mein Sohn Robert, mein Sohn Alfons. Hat einer von Ihnen, oder haben Sie gemeinschaftlich gestern Nacht einen Baumstamm quer über die Straße gelegt mit der Absicht, die Ärztin Dr. Schwenn zu töten? Das ist ein offenes Wort. Da lässt sich nichts dagegen sagen. Das war deutlich. Beantwortet die Frage. Nein, von uns war es keiner. Wir haben überhaupt nichts mitgekriegt, wir haben geschlafen. Meine Frau ist Zeuge. Sie nehmen doch Zeugen aus der Familie. Uns hilft jeder Zeuge, wenn er glaubwürdig ist. Das sind wir wohl nicht. Da können wir ja gleich den Mund halten. Obwohl wir nämlich was zu sagen hätten. Na, dann sagen Sie es mal. Ich habe nämlich mit meinen Söhnen gesprochen.
Sie haben eine Wahrnehmung gemacht. Was für eine? Ja, wissen Sie, die Sache ist so. Vor ein paar Tagen haben wir jemanden bei uns im Wald gesehen. Einen Mann haben Sie gesehen, der einem verdächtig vorkam. Wo war das? Da, im Wald, an der Straße. Da, wo es passiert ist. Weiter. Wieso ist er euch verdächtig vorkommen? Ja, der ist da so rumgestanden. Bei dem geschlagenen Holz. Ohne Grund. Ohne ersichtlichen Grund. Er sah sich um, orientierte sich. Na, so war's doch, nicht? Ja, so ist uns das vorkommen. Na, Sie hören's doch, der Mann benahm sich verdächtig. Als er den Traktor hörte, da verschwand er sofort. Ja, vielleicht ein Autofahrer, der aus einem anderen Grund im Wald war. Er war zweimal da, an zwei verschiedenen Tagen. Jetzt setzt es mit dem Holz. Ja, hat sie an dem Holz zu schaffen gemacht. In welcher Weise? Ein Stammlager. Ich habe Ihren Sohn gefragt. Ein Stammlager am Boden, neben dem Stapel. So, als ob der Mann versucht hätte, ob er diesen Stamm bewegen kann. Ob er die Kraft dazu hat. Haben Sie diesen Mann, von dem Sie da sprechen, haben Sie ihn bei dieser Tätigkeit gesehen? Ja, nicht direkt, aber der Mann war da. Wir haben ihn sogar später nochmal gesehen. Können Sie diesen Mann beschreiben? Ja, ungefähr mein Größ. Sehr sportlich. Gell? Ja. Was hat er denn angehabt? Blue Jeans, dunkle Jacken und einen hellen Rollkragenpullover. Stimmt's? Ja. Also, der Mann sah Sie kommen und dann... Dann ist er gleich weggefahren. Ist weggefahren? Hat einen Wagen dabei gehabt? Ja, ja, er hat sich reingesetzt und ist gleich davon gerast. Können Sie das Auto beschreiben? Gelb. Die Nummer haben Sie nicht zufällig gesehen. Ist alles so schnell gegangen, aber das K habe ich nur erkennen können auf dem Nummernschild. Der Wagen war aus Köln. Köln? Ja, K ist doch Köln, oder? Ja, K ist Köln. Angst, Tantchen? Tagsüber sah es so aus, als hättest du keine. Da warst du im Betrieb, in deinem Element, warst abgelenkt. Aber jetzt? Abends? Dann machst du einen ganz anderen Eindruck. Findest du? Mhm. Du akzeptierst etwas nicht. Was akzeptiere ich nicht? Dass du unbeliebt bist. Das bist du nun wirklich. Vielleicht bist du tüchtig, wahrscheinlich sogar ungeheuer tüchtig, aber es mag dich keiner. Wenn ich, um mal von mir zu sprechen, gestern gehört hätte, deine Tante ist tot. Also in mir hätte sich nichts gerührt. Überhaupt nichts. Gib mir auch ein Glas, bitte. Du kommst doch nicht etwa ans Trinken. Ich denke, du kannst Trinker nicht ausstehen. Dein Bruder, der ein Trinker ist, den würdest du doch glatt auf der Straße krepieren lassen. Oh nein, Entschuldigung. Du würdest ihn einweisen. Wenn du doch nur den Mund halten würdest. Ich tue, was du willst. Du hast mich gemietet. Wie geht es deinem Vater? Du fragst, wie es ihm geht? Hörst du ja. Schlecht. Er kann es einfach nicht lassen. Das Trinken. Ja, ich habe ihn damals eingewiesen, weil... Eingewiesen? Sowas kann man nicht ambulant behandeln. Er ist weggelaufen, durchgebrannt. Mochte nicht, wollte nicht. In der Gosse wurde er gefunden. Tja, das ist Ihre Heimat. Wenn Sie sonst keine finden. Entschuldige, ich rufe ihn nur an, weil ich hänge an ihm. Ich kann ihn einfach nicht allein lassen. Er wäre verloren, verstehst du? Mich kostet es manchmal auch alles an, glaub mir, aber was soll ich machen? Er braucht mich. Zu Hause ist er nicht. Wäre auch komisch. Um diese Zeit ist er längst, na, wo, Tantchen? In seiner Kneipe. Säuft und spielt. Spielt? Ja, das auch noch, was? Spielt Karten um Geld und verliert andauernd. Nicht mal das kann er. Hallo? Ist das du, Bruno? Ja. Willst du ihn haben? Moment. Hör mal, Albert her. Der Bruno ist am Telefon. Albert, Telefon. Bruno ist da. Bruno! Moment mal. Den kleinen Moment. Bruno? Was? Was fehlt sich von mir?
Mich sprechen, Martha. Nein, ich will sie nicht sprechen. Bruno, bitte. Nein, ich... Martha. Ja. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Wie es mir geht? Großartig, Martha, großartig. Nein, wirklich, ich kann nicht klagen. Warum? Warum fragst du danach? Gibt es einen besonderen Grund, danach zu fragen? Mir geht es beschissen, wenn du es wissen willst. Es geht mir bis an den Hals. Alles. Du besonders. Wer war es denn? Deine Schwester? Die Ärztin? Mach dir nichts draus. Weißt du, er hat irgendwann die Kurve nicht gekriegt, als Mutter starb. Seitdem läuft er neben sich her. Hat nichts mehr zum Festhalten. Und an dir konnte er sich auch nicht festhalten. Du hast nur deinen Medikamentenschrank aufgemacht, Pillen rausgesucht. Und als sie nichts nutzten, hast du ihn eingewiesen. Ich spüre deinen Hass, Bruno. Tatsächlich? Ich gehe schon. Dafür bin ich ja da. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Etwas fragen. Wollen Sie mir alle Kinder wegnehmen? Genügt das eine nicht? Die Polizei war da. Hat meine Söhne mitgenommen. So, jetzt haben wir uns fast eine Stunde lang unterhalten. Haben Sie nicht doch was zu sagen? Na? Und Sie? Ja, nicht. Herr Lippert? Kommen Sie bitte. Es war nicht sehr viel. Nein. Allein bei dem großen Unbekannten im Wald. Die sind ganz schön hart im Nehmen. Der Grund dafür könnte natürlich sein, dass es so ist, wie Sie sagen, ist ja nicht auszuschließen. Sag mal, wann haben Sie diesen Mann gesehen? Zweimal, am Mittwoch und am Dienstag. Na, nun nehmen wir mal an, diese Aussage stimmt. Dann war der Wagen mit der Kölner Nummer, der war ja nicht auf der Durchreise. Der muss ja einige Zeit hier in der Gegend gewesen sein. Muss ich ja nachweisen lassen. Wir haben eine Beschreibung des Mannes, das heißt, wenn sie stimmt, ungefähr so groß wie der junge Borsch, sportlicher Typ, Blue Jeans, dunkle Jacke, heller Rollkragenpullover. Ja, hoffentlich tut er uns den Gefallen und zieht sich nicht um. Wer? Ich gehe jetzt schlafen. Tu das, dein Hilfs-Sheriff passt schon auf. Augenblick mal. Sag mal, kann ich nachher noch zu Hause anrufen? Das ist doch selbstverständlich, warum fragst du? Es könnte sein, dass du sprechen hörst und Angst bekommst. Gute Nacht. Gute Nacht. Und schließ gut ab. Moment. Danke, danke, Bestes, mein Lieber. Ich bin ja wohl mal wieder vollkommen fertig, was? Ja, das bist du. Sag mal. Wieso hört so ein Durst mir auf? Kannst du mir was sagen? Nee, das kann ich dir nicht sagen. Aber was hast du gegen Durst? Solange du bezahlen kannst, was du trinkst? Ist ja wahr. Geh jetzt, lass mich. Ich bleibe hier noch eine Weile sitzen. Vielleicht ruft ja Bruno noch mal an. Thank you.
Wer ist da? Ich bin's, Tantchen. Ich wollte nur sehen, ob du auch abgeschlossen hast. Gute Nacht. Morgen, Tatjen. Na, dann geht's los. Helfen wir wieder der leidenden Menschheit. Warum bist du so zynisch? Zynisch? Vergiss nicht, dass ich kein Akademiker bin. Zu schwierig darf eine Konversation nicht sein. Da falle ich glatt aus. Dann sage ich's dir mit ganz einfachen Worten. Mir gefällt die Lage, in der ich mich befinde. Da ist was dran. Entschuldige, aber so ganz Unrecht hast du nicht. Du bist in der Klemme. Ich sehe, dass du nervös bist, dass dir die Angst hochkriecht. Ist es das, was dir gefällt? Du musst das verstehen, Tantchen. Wir haben deine Vorstellung von dem, was ein Bruder oder was ein Neffe ist, nicht erfüllt. Wir haben uns falsch verhalten. Und da hast du uns abgehakt. Ganz einfach abgehakt als hoffnungslose Fälle. Das ist deine sogenannte Phantomzeichnung. Erkennen Sie ihn? Ja, der hat einmal da gegessen. Ich bin ganz sicher. Das war genauso ein Typ. Wann war das? Das kann ich nur ganz genau sagen. Wir haben gerade eine große Hochzeitsfeier gehabt mit vielen Gästen. Und da hat er sich dann auch noch beschwert, weil er so lange warten hat müssen. Das war vorigen Dienstag. War er allein? Ja, er war ganz allein. Hatte er einen Wagen dabei? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Hat sich mit irgendjemand unterhalten, mit der Bedienung vielleicht? Da müsst ihr erst fragen, weil die andere Bedienung, die kommt erst gegen 12. Aber die redet gern und mit jedem. Na, hoffentlich auch mit uns. Bringen Sie uns zwei Bier, wir warten hier auf Sie. Zwei halbe? Jawohl. Was ist denn los? Ich hab's nicht mehr ausgehalten mit dir im Wagen. Warum nicht? Ich spüre deine Feindseligkeit. Soll ich dich erschrecken? Dir um den Hals fallen? Ich denke, du rauchst nicht. Es hätte dir nichts ausgemacht, wenn ich da im Auto verbrannt wäre. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ich brauche dich nicht mehr. Ich komme ohne dich zurecht. Vielen Dank für deine Hilfe, die ich bezahlen will, wie du sicher erwartet hast. Hier, bitte nimm das Stecks weg. Ich werde alleine weiterfahren. Bitte, versteh das. Kannst du mir das erklären? Du willst mich hier stehen lassen? Weil ich Angst habe. Moment mal. Der Wirt sprach doch von einer Hochzeitsgesellschaft. Ja? Da ist doch bestimmt. Ja, aber natürlich. Entschuldigen Sie, ich habe noch eine Frage. Ja? Bei einer Hochzeit wird doch sehr viel fotografiert. Sind da Fotos gemacht worden? Ja, die haben alle durcheinander blitzt. Aber die Hochzeitfotos, die macht der Wallner selber. Wo finde ich den? Im Ort, am Marktplatz. Danke. Bitteschön. Sind das alle Kontakte? Ja. Er ist nicht drauf. Aber hier. Gelber Wagen. Kölner Nummer. Auf Wiedersehen, Frau Mosko.
Mal gute Besserung. Danke, Frau Doktor. Wiederschauen. Frau Doktor! Der Neffe ist wieder da. Frau Meier, gehen Sie schon rein und einen kleinen Moment bitte, ja? Entschuldige bitte, Bruno, es tut mir leid. Ich habe mich ganz unmöglich benommen. Nicht nur du. Komm. Ja, der Name ist Hacker. Eugen Hacker. 17.08.53, wo in Unna? Kaiserstraße 17. Hat er Telefon? Nein. Okay, gut, dank dir. So, wir haben den Mann. Das ist ja fein. Soll ich gleich die Kollegen in Köln anrufen? Ja, sollen seinen Beruf feststellen, seinen Familienstand, was er hier in München treibt, wo er zu finden ist. Vielleicht weiß man was. Auch ob er erfasst ist und was gegen ihn vorliegt, okay? Ich gebe meine Fahndung nach seinem Wagen in München durch. Auf Wiedersehen, Frau Schmidt. Wiedersehen. Haben wir noch jemanden? Das war die letzte. Gut, dann nehme ich es mehr an. Ich bin heute Abend nicht da. Bis gut. Ja, ich habe heute früher Schluss gemacht. War ein irrer Betrieb. Ist es jeden Tag so? Ja. Was hast du gemacht? Wagen gewaschen, gelesen. Und jetzt versuche ich, ob ich das noch kann. Ich finde, du machst das sehr gut. Du, ich möchte noch mal wegfahren jetzt. Okay, Tantchen. Hat wieder einer einen Husten? Ich möchte deinen Vater besuchen. Was? Du willst ihn sehen? Warum das denn? Auf einmal? Ja. Lass es. Erspar dir die Enttäuschung. Den holt keiner mehr aus dem Keller raus. Wenn du nicht mitkommen willst, bleib hier. Aber ich will ihn sehen. Fernschreiben aus Köln. Eugen Hacker, vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung, vor einem halben Jahr aus dem Gefängnis entlassen, wohnt bei seinen Eltern. Die sagen, er sei nach München gefahren, dort Arbeit zu suchen. Hätte dort Bekannte. Guten Abend, Max. Seid ihr da? Ja, hinten, wie immer. Hier ist er jeden Abend. Das ist sein Zuhause. Zuhause nennst du das? Was gefällt dir nicht daran? Dass man hier keine Luft kriegt. Eine. Zwei. Was machst denn du hier? Ich hab dir ja gesagt, den trifft der Schlag. Na, was sagst du? Denk nicht, dass das auf meinem Mist gewachsen ist. Sie wollte hierher. Dich sehen. Ich konnte es ja nicht ausreden. Darf ich dir die Herren vorstellen? Das sind ein paar Freunde von mir. Eugen Hacker. Achim Dahler. Frau Dr. Schwenn. Hier also verbringst du deine Tage. Und deine Nächte. Also bitte. Was willst du hier? Was ich will? Ich sehe doch deinen Zustand. Der ist ja erbarmungswürdig. Komm bitte sofort mit. Warum soll ich denn mitkommen? Mitkommen mit dir? Weil man dir helfen muss. Sofort helfen muss. Herr Dr. Schwenn? Nein, sie ist nicht da. Wo ist sie denn? Ach, in München. Ja, sie wollte zu ihrem Bruder. Das ist ja ein Wrack. Tag und Nacht rauchen und trinken. Willst du dich umbringen? Er muss sofort weg von hier. Ich werde dich in ein Sanatorium bringen. Ach, geh zum Teufel. Sanatorium.
Sanatorium, dass ich nicht lache. Jedoch dahin, wo du hergekommen bist, ich habe dich nicht gerufen. Jetzt wirf sie doch raus, sie hat dir nichts zu suchen. Lass dich doch untersuchen, Mann, das ist gratis. Schmeiß sie raus, ich will nicht, dass sie mich anfasst. Komm, komm, lass ihn. Hör zu, du musst mir sofort etwas aus der Apotheke holen. Dein Vater muss zur Ruhe kommen. Irgendeine Apotheke wird dir wohl Nachtdienst haben. Natürlich. Beeil dich, ist es dringend. Bin schon weg. Gut, dass wir einen Augenblick allein sind, Albert. Ich muss dich um Verzeihung bitten. Ich habe wirklich keine Geduld gehabt. Ich habe dich vernachlässigt, dich und Bruno. Ja, das ist es, was ich mir jetzt vorwerfe. Es ist doch zu spät. Nein, nein. Wenn man seine Fehler einsieht, ist es nie zu spät. Jetzt halt doch den Mund. Bitte. Guten Abend, Frau Doktor. Dürfen wir einen Augenblick hereinkommen? Ja, bitte. Dankeschön. Ihre Haushälterin sagte uns, dass Sie hier bei Ihrem Bruder sind. Ich denke, wir sind einen erheblichen Schritt weitergekommen. Wir erkennen jetzt möglicherweise den Namen des Mannes, der den Mordanschlag auf Sie verübt hat. Also den Namen des Mörders. Den Namen des Mörders? Er heißt Eugen Hacker. Eugen Hacker? Ist Ihnen der Name bekannt? Darf ich dir die Herren vorstellen? Das sind ein paar Freunde von mir. Eugen Hacker, Achim Dahler. Kennen Sie diesen Namen? Diesen Mann? Ja. Ja, ich habe diesen Namen gerade vorhin gehört. Im Haus nebenan befindet sich ein Lokal. In diesem Lokal ist ein Hinterzimmer und dort spielt ein Mann Karten. Dieser Mann heißt Hacker. Mein Bruder hat ihn mir vorgestellt. Flash! Himmelaschenzirn! So, hier. Was ist los? Ich habe eben eine Überlegung angestellt. Was eigentlich passiert wäre, wenn es tatsächlich mich getroffen hätte? Wenn ich in meinem Wagen verbrannt wäre? Was soll denn das? Ein Haus gehört mir. Ich habe ein paar Grundstücke, Aktien, ein paar Beteiligungen. Kein Riesenvermögen, aber immerhin. Es würde ausreichen, jemanden von ein paar Sorgen zu befreien. Dich von deinen Sorgen zu befreien. Du hättest dann keine mehr. Du nicht, dein Vater nicht. Ihr könntet das Geld zum Fenster rauswerfen. Was redest du da für einen Quatsch? Die Polizei war eben hier. Sie glaubt, den Namen des Mörders zu wissen. Ein gewisser Eugen Hacker. Was? Was sagst du? Der Mann, der mich umbringen wollte, heißt Eugen Hacker. Ein Freund deines Vaters. Nein. Nein, nein. Wie kommen die denn darauf? Eugen Hacker. Das ist doch der Mann, mit dem mein Vater immer Karten spielt. Mit Hacker und mit Dahle. Er hat ihn dir doch eben vorgestellt. Auch Dahle ist ein Freund deines Vaters. Vielleicht auch Hackers Mordkomplize. Das ist doch gar nicht. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht, Vater? Was hast du gemacht? Lass mich los, du sollst mich loslassen. Was hast du nur gemacht? Mord. Das ist Mord, Vater. Mord! Die Schulden, Junge. Die vielen Schulden.
Ich wusste ja nicht mehr weiter. Das Spielen, das Trinken, die Verzweiflung. Was hast du zu tun mit Hacker? Mit Ahle? Ich habe ihm erzählt von meiner Schwester, der es gut geht, die keine Sorgen hat, genug Geld hat. Da sagt der Hacker, sie hat keine Angehörigen sonst. Thank you.